Matthias Sammer fast zufrieden. Das Trainingslager läuft gut, die Verletzten machen Fortschritte und das Testspiel gegen den sudanischen Meister haben die Bayern selbstverständlich gewonnen. Aber von Perfektion kann nach Sammer keine Rede sein. Der Platz war eine Katastrophe, das Spiel war dadurch nicht so einfach. Das fand ich, das hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen und deshalb kann man da kein Fazit ziehen, sondern müssen das weiter beobachten, wie man dann auch damit umgehen. Nur gestern, das war auch 2-0 gegen den Gegner. Ist alles in Ordnung, aber das war natürlich schwierig. Wir haben hier Traumbedingungen und spielen da auf einen Kartoffelacker. Das war natürlich nichts. Sammer will die Zeit in Katar effektiv nutzen und weniger von perfekten Bedingungen schwärmen. Sowieso nicht seine Art. Und das hat einen Grund. Im letzten Jahr haben wir das Trainingslager auch unter positiven Gesichtspunkten abgehakt und trotzdem war eine gewisse Spannung da, weil das Jahr davor ja nicht mit Titeln bedacht war. Aber daran kann ich mich auch erinnern, obwohl ich noch nicht da war, dass man gesagt hat, boah, das war ein Trainingslager. Boah, die Bedingungen, das Training, die Ergebnisse, kleinen Abstecher, glaube ich, noch nach Indien gemacht. Es war fantastisch, es war so gut wie nie und endete halt leider so, wie es geendet ist. Seit 1,5 Jahren ist Sammer nun bei den Bayern. Mit ihm kam der Erfolg, gleich in der ersten Saison das Triple. Über eine Vertragsverlängerung möchte er aber nicht reden. Es tut jetzt nicht zur Debatte. Ich habe ja auch erst Halbzeit meines persönlichen Kontraktes und die zweite Halbzeit mit Verlängerung ist ja dann auch möglicherweise lang genug. Spielt keine Rolle, wirklich nicht und ist jetzt auch überhaupt kein Thema. Auch zum Thema Sebastian Rode. Kein Kommentar vom ewigen Mahner. Obwohl Frankfurts Geschäftsführer Heribert Bruchhagen den Transfer im kommenden Sommer bereits verkündet hat. Sammer gibt sich zugeknöpft. Es gibt schließlich noch eine Menge zu tun.